Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben hier das Gigaset GS5, das aktuellste Smartphone von der Firma Gigaset und schauen uns in diesem Video mal an, wie wir eine SIM-Karte eingelegt bekommen. Das Gerät ist ja Dual-SIM-fähig, wir gucken uns das ganze Prozedere mit einer SIM-Karte mal zusammen an. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video wollen wir uns mal mit dem Thema SIM-Karte einlegen beim Gigaset GS5 beschäftigen. Aktuell ist noch keine SIM-Karte eingelegt bei unserem GS5. Das sehen wir auch hier oben anhand dieses Symbols für nicht eingelegte SIM-Karte. Das sieht man da, dieses kleine SIM-Karten-Symbol mit dem X. Genauso, wenn wir hier dieses Menü hier oben aufklappen, dann sehen wir hier, Datenverbindung ist aktuell ausgegraut. Genauso steht hier oben keine SIM-Karte. Wenn wir das jetzt nochmal zuklappen und in die Einstellungen gehen vom Gerät, dann hier auf das Zahnrad, dann sehen wir hier auch den Bereich Mobilfunknetz, der ist ausgegraut aktuell, den kann ich auch nicht auswählen. Und wir haben hier unten noch über das Telefon und sehen dann hier Telefonnummer, SIM-Steckplatz 1 bzw. 2. Wir haben ja ein Dual-SIM-fähiges Gerät, alles ausgegraut. Und hier unten sehen wir auch SIM-Status, Steckplatz 1, alles nicht verfügbar. Das wollen wir jetzt natürlich ändern. Wir wollen eine SIM-Karte einlegen. Dazu sperre ich das Gerät und dann drehen wir das einmal um, denn wir müssen ja nicht an die Kante, wir haben ja keinen SIM-Karten-Slot, sondern wir müssen ja die ganze Rückseite abheben bei diesem Gerät. Und das gucken wir uns jetzt mal genau an. Wir sehen nämlich an dieser Stelle hier so eine kleine Einkerbung in dem Rahmen bzw. in dem Backcover und da kann man wunderbar mit dem Fingernagel hinterhaken und das Ganze einmal abheben. Also ihr braucht das Gerät jetzt nicht groß ausschalten oder so, wir nehmen ja nicht den Akku raus, denn wie wir gleich sehen werden, der Akku liegt ja hier und wir haben hier oben eben diese ganzen SIM-Plätze bzw. hier auch Micro-SD-Karten-Slot und können ganz einfach hier unsere SIM-Karte einschieben. Wir sehen ja hier die Kontaktflächen hier unten, dementsprechend müssen unsere Kontaktflächen von der SIM-Karte auch nach unten zeigen und dann schieben wir die so da rein, dass die kleine ausgesparte Ecke von der SIM-Karte so zeigt, wie ich es jetzt habe. Das sieht man auch anhand des Symbols, was da drauf ist und einfach rein damit, bis nichts mehr geht. Zack. Und ihr müsst wirklich sehen, dass ihr die bis vorne an den Rand schiebt. Wenn das Ganze so aussieht, dann dürfte das soweit richtig sein. Wenn ihr natürlich jetzt eine zweite SIM-Karte habt, würde ich die auch gleich mit einlegen, wenn man die Kappe hinten schon mal ab hat. Und ja, wir legen jetzt unsere Kappe hinten wieder auf. Dazu, das setze ich immer oben einmal so an und dann klappe ich das links, rechts praktisch einmal runter, bis überall hörbar die ganzen Nasen wieder einrasten. Und dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Und dann drücken wir jetzt mal die Ein-Ausschalt-Taste und sehen, wir müssen jetzt hier schon unsere SIM-PIN eingeben für unsere SIM-Karte. Also bei uns ist das 4x die 0, okay. Und Displaysperre haben wir auch 4x 0 vergeben, okay. Und jetzt sehen wir hoffentlich, dass sich was tut. Genau, wir sehen jetzt hier schon bei SIM-Status, SIM-Steckplatz 1, unseren Anbieter Kongstar. Vorher stand da ja auch nicht verfügbar. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann sehe ich jetzt hier auch jede Menge Informationen und nicht mehr nicht verfügbar, so wie es vorher da stand. Auch hier oben sehen wir jetzt Telefonnummer von SIM-Steckplatz 1. Da steht unsere Telefonnummer, also auch das hat geklappt. Gut, ich glaube, ich habe gerade gesagt, dass wir das gar nicht auswählen können. Kann man auch gar nicht, selbst wenn eine SIM-Karte eingelegt ist. Und wir sehen jetzt hier oben übrigens auch 4G+. Das heißt, wir haben Empfang, wir haben ja jetzt die SIM-Karte eingelegt. Genauso kann ich jetzt hier einmal oben das Menü runterklappen und jetzt sehen wir auch Datenverbindung. Der Bereich ist nicht mehr ausgegraut und hier steht auch nicht mehr keine SIM-Karte, sondern in unserem Fall Kongstar, das ist ja unser Anbieter. Und jetzt haben wir hier oben noch den Bereich Mobilfunknetz. Wenn wir da jetzt drauf gehen, sehen wir auch telekom.de und können diesen Bereich jetzt auch auswählen und sehen dann alle Daten zu unserem Mobilfunknetz. Das war's zum Thema SIM-Karte einlegen beim Gigaset GS5. Ich hoffe, das Ganze war für euch hilfreich. Wenn ihr gleich zwei Karten habt, dann wie gesagt, legt die natürlich beide gleichzeitig ein. Alles, was für SIM 1 gilt, gilt auch für SIM 2. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!